Ein Hallo und wie die Einsenderin hier im Verlauf sagt. Willkommen an der grünen Ampel. Viel Spaß, los geht's. Mal am Stamm direkt hoch. Ja. Der kann ja unmöglich grün gehabt haben. Alles stand. Nee, kann der auch nicht, aber es muss halt immer schnell gehen. Nur ob das hier so schlau ist, irgendwie mit 100 km/h mittig zwischen den Fahrspuren zu überholen, ich glaube ja nicht. Aber mit schlauem Verhalten kennen wir uns ja aus. Wenn ihr im Auto unterwegs seid und zum Telefonieren anhalten müsst, wo tut ihr das? Schwierig. Warum stehst du da? Das ist nicht schlau. Fahr doch in die Parkbucht. Ja, also diese kleine Parkbucht, die kann man ja schon mal übersehen. Aber übersehen ist ein gutes Stichwort. Gucken wir mal da vorne. Die Ampel, ja, die wird eindeutig grün. Also was ist mit dem denn los? Ein Glück, dass wir und vor allem der andere Autofahrer hier trotz grüner Ampel aufmerksam waren, vielleicht auch noch ein bisschen nach links geguckt haben. Weil hätte der Autofahrer dann nicht aufgepasst, der wäre mindestens mal im Krankenhaus gelandet. Einfach nur irre. Diese komischen E-Scooter werden ja auch immer an den merkwürdigsten Stellen in den Weg gestellt. Aber auf der Autobahn? Wobei bei der Einsenderin ja häufiger Dinge aus dem Nichts auftauchen. Weil egal wie oft man sich das hier auch anschaut, wo diese Warmbarke plötzlich herkommt, das bleibt einfach ein Rätsel. Die Einsenderin wartet jetzt ab, bis er aussteigen kann und räumt die Barke dann auch weg. Die sind übrigens gar nicht mal so leicht, habe ich gegoogelt. So ein Barkenfuß, der wiegt tatsächlich knappe 30 Kilo. Bevor sich jetzt wer fragt, warum sie die Warnweste nur in der Hand hat und nicht angezogen hat, die Straße hier ist nur gerade und super einsehbar. Sie meint, es kam halt schlichtweg kein Verkehr mehr. Also das mag durchaus vertretbar gewesen sein. Ansonsten wisst ihr ja, Eigensicherung ist immer wichtig. Da solltet ihr normalerweise immer dran denken. Ein guter Tipp in dem Zusammenhang übrigens, Warnwesten gehören nicht in den Kofferraum, sondern immer an eine Stelle im Auto, wo ihr vom Fahrersitz aus schon drauf zugreifen könnt. Hier ist übrigens kein rechts vor links. Ja, aber die andere Person dachte das wohl irgendwie nur denn. Der Einsender hat auf jeden Fall die Einladung dankend angenommen. Übrigens, auf dieser Straße ist natürlich weiterhin kein rechts vor links, ich sag's nur mal so. Ja, absolut verwirrendes Fahrverhalten hier. Wenn die anderen zwei Autos mal die Rollen getauscht hätten, dann wäre es gesünder gewesen. Ja, und genau darum ist der Schulterblick halt durchaus wichtig. Hier war ich letztes Jahr Weihnachten gerade auf dem Weg nach Frankreich zu meiner Testlocation, wo ich immer die Dashcam-Vergleiche mache. Tempolimits in Frankreich, das ist irgendwie das gleiche wie in Deutschland, solange kein Blitzer in der Nähe steht, ist es irgendwie mal wieder völlig egal. Unten rechts seht ihr übrigens auch das jeweils verwendete Dashcam-Modell eingeblendet. Auf der Fahrt hatte ich drei verschiedene in der Scheibe. Ich springe mal ein bisschen hin und her, so zum Vergleich. Jetzt, wo ihr dieses Video seht, bin ich übrigens gerade wieder dabei, Dashcams zu vergleichen. Dieses Mal habe ich voraussichtlich 14 verschiedene Modelle von 7 verschiedenen Dashcam-Marken im Gepäck. Die Videos dazu kommen voraussichtlich im Laufe des Oktobers 2024. Hier sind wir jetzt mit meinen Eltern unterwegs und das Thema Abfahrten, es ist in jedem Land das gleiche. Immer fallen sie so plötzlich vom Himmel. Das ist ja noch schlimmer. Da ist ja so schon alles durchgezogen. Fahren sie immer noch rein. Aber komm, einer geht noch. Hier beim nächsten Einsender muss ich eigentlich gar nicht reden, weil das tun die selbst schon ganz gut. Ich kenne ja vom Schützen. Aber wo willst du hin? Ja, gut. Du bist doch verhellte Arbeit. Ohne Sicht überholen. Ja, die können das. Das ist für die. Adrenalin pur. Ach, da kommt keiner runter. Oh, er sieht nichts. Vor der Kurve, das zweite Mal jetzt. Und wieder kommt Gegenverkehr. Mal sehen, was passiert. Es muss alles geben, was drin ist. So sieht das aus. Und Glück gehabt. Da habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal nichts hinzuzufügen. Aber mal schauen, ob wir weiterhin Glück haben. Wir stehen vor der roten Ampel. My eldest brother Jink took particular advantage of the complimentary booth. As any self-respecting 16-year-old would have done. Ja, und das musst du auch erstmal schaffen. Warum auch immer, die Person hinter uns muss wohl irgendwie den Fuß von der Bremse genommen haben. Ob das vielleicht so ein ganz kleines bisschen mit Ablenkung zu tun gehabt haben könnte, achtet mal auf die rechte Hand der Person, also von uns aus gesehen die linke Seite. As any self-respecting 16-year-old.
Tja, absoluter Klassiker, abgelenkt durchs Handy. Das ist mal wieder der allerbeste Beweis dafür, dass das Handy am Steuer nicht zu suchen hat. Auch dann nicht, wenn man eigentlich steht, weil hätte die Person hier nach vorne statt nach unten geschaut, ja, dann wäre das logischerweise nicht passiert. Am Ende war das für die Person hinter uns aber wohl trotzdem noch Glück im Unglück und es gab keine weiteren Konsequenzen, denn das Auto des Einsenders war geleast und das ist 5 Tage vom Rückgabetermin passiert. Es gab wohl minimale Kratzer, das hat den Gutachter am Ende aber nicht interessiert. Dafür hat der Gutachter aber noch eine andere Stelle an der Tür gefunden und bemängelt, die der Einsender vorher selbst gar nicht bemerkt hatte. Wahrscheinlich ein typischer Schaden auf dem Parkplatz, Tür reingedonnert und abgehauen. Ja, wenn's läuft, dann läuft's, kann man da nur sagen. Aber wo wir jetzt in der vorherigen Szene ja gesehen haben, wie wichtig es ist, den Blick auf der Straße zu halten, vielleicht klappt das hier ja besser. Ich glaube, wir drücken mal die ganzen Kameras. Achtung. Ne, natürlich nicht. Aber sonst wäre es ja auch kein Dashcam-Video. Wo die hier bitte alle hingeschaut haben müssen, keine Ahnung. Aber das fragt man sich hier ja auch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es 0,0. 0,0. Ja, und ich verstehe es auch nicht. Und wer von euch das jetzt vielleicht gar nicht so schnell mitbekommen hat, aus der Straße links, da kommt auch jemand, der in die Straße einbiegen will. Und der Transporter muss den natürlich vorlassen. Warum der hier trotzdem losfährt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es 0,0. Aber der Glaube an die Menschheit ist ja noch nicht komplett verloren. Die Einsenderin hier weiß, dass die Straße gleich echt schmal wird, steckt daher zurück und gibt dem LKW den Platz, den er hier braucht. Und der LKW-Fahrer bedankt sich auch dafür. Super mitgedacht, kann man da nur sagen, wenn es denn bloß immer so laufen könnte. Drum mal ab in die nächste Szene. Kreuzungsbereich blockiert, darum halten wir den natürlich frei. Ja, kann man machen. Und ja, so kann man natürlich auch abbiegen. Aber ich frage mich, war das überhaupt verboten, was der da macht? Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wo wir schon bei kreativen Aktionen sind, machen wir doch gleich mit etwas Ähnlichem weiter. Dass der sich hier mit dem Bus nicht komplett um den Kreisverkehr quälen will, das kann ich ja verstehen. Aber es wäre ja echt mal spannend, wie sowas hier von der Schuldfrage geklärt werden würde, wenn es dann doch mal zum Unfall käme. Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung. Jo, also das Reh hat ja wohl mal Glück gehabt, oder was? Also das war echt knapp. Ich glaube, knapper wird's heute nicht mehr drum. Bei dem Happy End belassen wir es besser mal. Wir sind durch. Wer jetzt aber noch Lust auf mehr Action hat, links ist noch eine weitere Folge verlinkt, die der Algorithmus für euch ausgesucht hat. Klickt da drauf, dann kommt da hin. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.